Jetzt hatte ich nochmal gesagt, wir schauen nochmal ganz kurz, was der Immobilienmarkt so sagt, Leute. Wir gehen jetzt wirklich mal einen großen, großen Kreis, ja. Wir schauen ja immer wieder mal so rein nach Häusern. Und ja, ich bin ehrlich, ich habe, glaube ich, warte mal ganz kurz. Ich glaube, zwei Objekte tatsächlich finden können. Drei Objekte, die sehr interessant sind, mehr aber auch nicht. Mein einziges Traumhaus, meine Freunde, ist immer noch verfügbar. Das ist das hier. Das ist auch gar nicht so weit außerhalb von Köln. Das habe ich, glaube ich, schon mal mit euch hinweggeschaut. Das sind die Grundfläche, ja. Das ist nur die Grundfläche vom Erdgeschoss. Gibt es hier auch irgendwie Obergeschoss? So, Untergeschoss, Wohnflächen neu. Okay, das brauche ich ja nicht. Wir gucken mal ganz kurz erstmal den Grundriss rein, meine Freunde. Also, ich finde mal Grundriss sehr, sehr wichtig. Man kommt da so quasi rein, ja, hat hier ein Arbeitszimmer, eine Treppe, hier ein riesiges Wohnzimmer mit einer Küche und ein Wohnzimmer mit einem Kamin. Das hier ist nur so ein Entree quasi. Also das hier ist der Eingangsbereich hier und hier geht es dann hoch. Terrasse hier draußen, hier geht es runter, sehr schön. Da drüber dann auf jeden Fall hier ein komplett einliegendes Apartment mit einer kleinen Kochinsel drin und einem Badezimmer hier vorne mit Badewanne, eventuell zu vermieten oder sowas. Dann haben wir hier ein Kinderzimmer 1, Kinderzimmer 2, Kinderzimmer 3. Ist auch interessant. Und tatsächlich dann unten hier im Keller Elternbadezimmer, beziehungsweise ganz oben ist es sogar im Obergeschoss, sehe ich gerade. Hier Dachterrasse, logischerweise. Freiraum, Freiraum, hier ein Fitnessraum, den man machen könnte. Kein Keller auf jeden Fall. So, das Haus sieht so aus. Von der Architektur her muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir das sehr gut. Kostet 2,2 Millionen. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon reingezogen. Finde ich persönlich ganz schön. Ist mir aber zu weit außerhalb. Ist in Pulheim. Vom Ding her aber wirklich echt geil. Und gerade dieser Frame hier hat es mir wirklich angetan. Weil die freistehende, also das Sofa ist absolut Kotze, aber dass diese freistehende Treppe hier so, das ist wirklich ein wildes Haus, Mann. Das ist wirklich schön, ja. Hier nochmal der Blick von oben. Hier ist ein Kamin, eine Einbuchtung für den Fernseher, die wahrscheinlich deutlich zu klein ist. Wir sehen hier sogar ein Trampolin im Garten. Dann haben wir hier oben quasi den oberen Bereich. Keine Einbauschränke drin, die irgendwas verbauen. Das ist sehr wichtig. Eine sehr, sehr schöne Küche. Mit einem doppelten Kühlschrank, mit Eismaker, Weinkühlschrank, hier beleuchtete Kabinette, Backofen, Mikrowelle, Kochfeld, Dunstabzugshaube, alles drin. Essbereich auch sehr schön tatsächlich, genügend viel Platz auf jeden Fall für 8 bis 10 Leute, kann man definitiv machen. Der Wohnbereich ist wirklich vom Schnitt her super, super schön. Auch das Badezimmer hier, ja, mit diesem Naturstein oder mit dem gegossenen Natursteinbecken, wirklich echt schön tatsächlich, ja, auch hier mit diesem auf Sichtbeton gemäßigten Wandstuck oder wie man das nennen möchte. Ganz schön. Von hinten wirklich auch ein sehr, sehr geiles Haus. Ja. Wirklich echt schön. Hier unten ist wahrscheinlich dann diese Einliegerwohnung, die man halt immer vermieten könnte. So von hinten sieht das auch sehr geil aus. Hier hat es nochmal mit dem Pool. Ne? Alles sehr viel Beton hier hinten und nach hinten raus nochmal einen relativ großen Garten. Und das hier ist dann das Schlafzimmer der Eltern mit freiem Blick aufs Feld. Und allem drum und dran. Also wirklich echt ein schönes Haus. Ankleidezimmer ist mit dabei. Großes Badezimmer für die Eltern hier oben mit freistehender Badewanne. Tolle Toilette, kann man schön kacken. Geile Treppe. Und hier ist dann nochmal die Einliegerwohnung, nehme ich an, genau. Und Kinderzimmer hat es auch 3 Stück. Hier wäre dann nochmal eine Hütte im Garten, so wie es aussieht. Fitnessgartenhaus, das ist geil. Das ist wirklich geil, das fühle ich sehr. Vor allen Dingen, weil das noch echt gute Geräte sind, muss ich sagen. So eine Beinpresse hier. So ein komplettes Rack für alles, ne? Komplett hier Langhantel, Kurzhantel. Irgendeine Rudermaschine hier vorne. Bank. Ganz geil eigentlich. Der Pool ist auch ziemlich nice tatsächlich. Hier dieses Fitnessgartenhaus finde ich eine geile Idee. Muss ich ganz ehrlich sagen. Großer Garten noch, wie gesagt, mit dabei. Und ein Trampolin. Das ist halt auch ganz geil. Ne? Und du bist halt direkt am Feld. Also, das ist schon nicht verkehrt, oder? Das ist schon ein schönes Haus. Kann man nicht anders sagen. Auch hier abdeckbar der Pool, ne? Also das Trampolin finde ich halt geil. Das ist ein sehr, sehr schönes Haus. So, wäre ich jetzt in einer festen Partnerschaft und hätte nicht gerade einen langen Mietvertrag in Köln unterschrieben, wäre das vielleicht sogar eine Sache, die gar nicht so irrelevant ist, weil Pulheim ist hier oben. Angenommen, es wäre jetzt Brauweiler, dann ist man in der Kölner Innenstadt relativ schnell, sehr schnell sogar.
das direkt in der Nähe zum Feld hat. Super schön für den Hund. Und der Preis von, also klar, es ist viel Geld, so keine Frage, mit Erwerbsnebenkosten 2,5 Millionen so. Aber ja, an sich eine echt schöne Hütte. So, dann habe ich das hier noch gesehen, Leute. Vom Stilistischen her gar nicht mein Stil und wir haben auch hier leider keine weiteren Bilder. Das finde ich immer so dumm, dass bei so hochpreisigen Immobilien gesagt wird, na, also wenn es jemand interessiert, dann soll er wirklich vorbeikommen. Das verstehe ich schon. Das haben wir auch schon mal gesehen hier, Leute, ne? Das haben wir auch schon mal gesehen. Das war von innen ganz, ganz schrecklich, Digga. Das war von innen ganz, 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 ganz schrecklich. Hat halt hier unten diese geisteskranke Poollandschaft auf 80er. Können wir jetzt also in den Grundriss reingucken. Garage, Abstellraum, Wohnen, Schlafen, Küche. Also hier nochmal eine komplett eigene Wohnung mal wieder, ne? Hier eine Einliegerwohnung fürs Personal. Wohnen, Bibliothek, Essen. Okay, alles klar. Terrasse, Küche. Hier noch ein Massageraum, warum auch nicht. Dann haben wir hier eine Diele, Wohnen, Arbeiten, Schlafen, Schlafen, Wohnen, Schlafen mit einer kleinen Küche wieder drin. Verstehe ich jetzt nicht. Eine Dachterrasse mit einer Ankleide und einem Bad. Dann nochmal eine Etage drüber. Im Dachgeschoss ist nochmal eine Wohnung drin mit einer einzelnen Küche. Schlafen, Schlafen, Digga, das ist ja viel zu groß, das Haus. Und im Untergeschoss hat es dann den Pool, Massage, Lichthof, Hauswirtschaftsraum, Abstellraum, Weinkeller und Fitnesskeller. Ah ja. Ja, wäre es von innen da nicht so hässlich, würde ich sagen, ist interessant. Aber da müsste ich, also da müsste ich halt alles neu streichen und so, ne? Und, darf man auch nicht vergessen, eine 700 Quadratmeter Wohnfläche und natürlich 5 Millionen, Leute. Das ist auch so ein Ding, wa? Also, ganz ehrlich, im Großen und Ganzen ist das hier wirklich ein sehr schönes Haus, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich das jetzt in der Kölner, im Hahnwald oder so schießen würde, im Marienwald, da zahlst du dann nochmal 1 bis 2 Millionen mehr. Würde ich sofort machen. Aber so ist es auch echt schön. Ja? Ist auch, glaube ich, auf einem sehr, sehr großen Grundstück gelegen. Ja, Digga, 1000 Quadratmeter Grundstück. Du hast hier eine schöne große Einfahrt. Eine Doppelgarage hier. Das hier. Es ist halt schon... Also man weiß halt schon, dass es dann das Haus ist. Ne? Du hast halt hier keine Möglichkeit. Du müsstest dann halt hier nochmal... Wenn man sich dann so ein Haus mietet... Der Baum hier ist auch sehr geil. Das gehört auch nochmal alles mit dazu. Da müsste man hier nochmal... irgendwie einen kompletten Zaun ziehen oder sowas, damit man seine Ruhe hat und so. Ne? Also wenn, sag ich mal, da müsste ich hier nochmal ein Tor hinmachen und so. Und das war halt so in so einem Dorf, Digga. Romy, Digga, hoppla, dankeschön für deinen siebten Resub. Kuss, dankeschön, Romy. Das hat das Ding, Leute, das spricht sich schon ziemlich schnell rum, wo man dann wohnt, ne? Aber an sich geil. Hat alles, was man braucht, was ich wirklich echt fühle tatsächlich. Und ich bin ein großer Fan von sowas, weil wenn ich irgendwann mal mir ein Haus kaufe, von hinten ist es wunderschön, ist mir ein bisschen zu viel grau hier, aber das könnte man auch nochmal ändern. Bisschen was Licht dazu und so, ein paar viele Stufen hier. Und eine Einliegerwohnung ist auch ganz geil, ne? Imagine, also man hätte ja dann hier unten quasi die ganze Einliegerwohnung. Das wäre dann Untergeschoss. Hier das Apartment, ne? Könnte man ja komplett einfach... als Aufnahmestudio machen. Oder halt irgendwie einen Kollegen drin wohnen lassen. Ne? Ist auch geil. Ist auch geil, ne? Hast du halt hier ein Kinderzimmer, ein riesiges 2, 3. Da kannst du schon, sag ich mal, kannst du schon einiges draus machen. Ne? Obergeschoss nochmal ganz kurz. Hier Eltern, ne? Klar. Dachterrasse, komplette Etage einfach für einen selber. Unten die Kinder dazu dann. Als Wohnflächenberechnung hier. Was ich halt wirklich sehr geil finde, muss ich ehrlich sagen, das ist auch eine Sache, die ich gerne machen würde, wenn ich den Platz dafür habe. Irgendwann mal, wenn man einen Garten hat. Sowas hier, ne? Also wirklich ein ausgebautes Haus, wo man dann Studio oder sowas drin hat. Willst du aus der City weg? Nee. Ach, Romy, ich habe ja gerade erst neu unterschrieben in der Stadt. So eine schöne Altbauwohnung, die groß ist und so. Aber ich, schau mich immer mal gerne auf den Markt um und guck mal, was so hergibt. Und das wäre perspektivisch gesehen, sage ich mal, wie gesagt, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwann dann in einer Beziehung wieder wäre oder sowas oder heiraten würde, irgendwann mal, dann wäre das ja sowas, ne? Ist schon schön tatsächlich, auch hier mit dem Feld und so. Man ist von da aus, ne? Nochmal, man ist von da aus, 20, 25 Minuten bin ich in der Stadt im Auto, ne? Aber das, also nie. Danke, Chat, danke. Ja, Alter, Rumi, was soll das? Ja, Digga, es ist ja so. Nee, es ist ja so, irgendwann mal. Ich sag ja irgendwann, das ist ja eine Sache in x Jahren, ne? Aber ich wollte nur mal geschaut haben,
Sonst gibt der Markt nichts Neues her. Was haben wir in Kerpen noch? Ein Wohndiamant. Schauen wir mal jetzt hier. Es sieht auf jeden Fall nicht nach einem Wohndiamant aus. Das sieht für mich aus nach einem Haus, in dem meine Oma verstorben ist, Alter. Nee, Digga, ist nicht meins. Also da ist das hier schon schön, Digga. Schon schön, Alter. Im Norden sind die Häuser billig. Ja, da will ich aber nicht hin in den Norden.